Hi! Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen. Ich mach erstmal den Sound leiser. Leg mich zurück, alle Klärchen. So, schön. Field of View, wie immer, ich bin da ja eigen. Machen wir das eben so. Gameplay-Settings haben wir denn hier noch drin? Ah, nee, Video-Settings. Ah, ist klar. Ja, ist okay, ist okay. Gut, ja, hi! Hallöchen und herzlich willkommen zu Hazing Night Shift. Eins der Spiele, die ich genau wie hier Laundry Night Ende Mai runtergeladen hatte oder Anfang, Mitte Mai runtergeladen hatte. Irgendwann um die. War irgendwann im Mai, keine Ahnung. Und es sah ganz nett aus. Ja, aber keine Ahnung mehr, worum es ging. Und die Schrift erinnert mich gerade ein bisschen an Dying Light. Aber gut. So, ich drücke mal auf neues Game. Wir sind ein Police Officer. Habe ich auch Licht. Alles klar, okay. Wir sind in ständigem Kontakt mit der unserer Leitstelle. Das ist schön. Wir wurden hier hingerufen. Gibt es was Besonderes? Tote Menschen, tote Leichen. So was möchte ich gerne von meiner Liste streichen. Ich habe keine Ahnung. Das Gefühl, springt ja gleich irgendwas aus der Dunkelheit an oder so. So, kann ich irgendwie Licht an, Licht ausmachen? Habe ich irgendwo... Okay, ich dachte gerade, ich hätte irgendwie einen Streifen irgendwie im Bild. Das ist, glaube ich, was von der Kamera, genau. Weil ich wollte gerade sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, im Schatten bewegt sich irgendwas. Links, rechts. Okay, okay. Ich guck mal eben kurz, warte mal eben kurz. Ich guck mal eben kurz rein, haben wir irgendwo... Ist dort Default? Nee, haben wir irgendwo... Nee, okay, ich sehe es nicht. Ich wollte gerade sagen, habe ich irgendwo die Steuerung drin stehen, aber scheinbar nicht. Okay, ich kann mich zumindest hinhocken, das ist schön. Also ich kann gucken, falls irgendwie irgendwo was kommt oder so um die Ecken. So im geduckten Zustand. So, bei der Küche dachte ich gerade eben, es geht so ein bisschen in die Richtung Psalm 9, 13, irgendwas. Okay, ich kann mit der Maus das irgendwie interagieren. Warum habe ich hier kein Licht drin? Bekomme ich Licht? Leider nicht. Okay, ich komme hier irgendwie an dem Tisch nicht vorbei. Also Klärchen. Ich bin ein Top-Polizist. Türen erschrecken mich. Türen, Tische. Tische erschrecken mich. Das ist genau wie die tapferen Polizisten in Amerika, die ausrasten, wenn ein Ahorn oder sonst irgendwas, eine Nuss oder irgendwie so aufs Autodach fällt. Dann kommt auch erstmal ratatatata, als wären sie bei Ready or Not. Okay, was soll ich tun? Kann ich raufgehen? Schon? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Alles klar. Okay, ich kann mit, wenn ich die mittlere Maustaste gedrückt halte, kann ich ranzoomen. Alles klar. Wenn ich loslasse, geht's wieder zurück. Schön. Was kann ich hier jetzt machen? Kann ich hier rein? Moin. Wer klatscht hier? Der Dämon klatscht Beifall, weil ich so doof bin. Kann ich ein Messer mitnehmen? Den Hannibal spielen. Topf gucken kann ich nicht. Kühlschrank gucken kann ich auch nicht. Na mal da. Reminder, the trash goes out on Tuesday. Bei mir auch auf dem Kanal. Jeden Dienstag. Ja. Da tue ich jetzt. Alter, ich bin erschrocken. Ich habe gerade auf Tasten rumgedrückt und dachte gerade irgendwie, bringen die irgendwas? Ich probiere gerade tatsächlich ein paar Tasten, aber es passiert nichts. Was? Okay, mit M
M und Escape haben denselben Sinn. Okay, ich kann auch schleichen. Das heißt schleichen, ich kann langsam gehen. Geräusche mache ich dabei trotzdem. Ja, und ist es so dunkel hier drin? Was ist denn los? Ich dachte gerade, das sind Augen. Da sind scheinbar irgendwelche Partikel. Ich habe keine Ahnung. Muss ich in der kompletten Dunkelheit nach oben gehen? Was sind das für Geräusche? Ich denke die ganze Zeit, irgendwie hat sich die Tür geöffnet oder so. Weil ich so ein komisches gehört habe. Aber nein. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Na, okay. Ich denke mal, der Kühlschrank macht irgendwelche Geräusche. Warum bin ich hier? Was soll ich tun? Das ist irgendwie, am Anfang stand da irgendwas, das ist eine Crime Scene. Ja, ich, okay. Ich gebe zu, das war creepy. Auf einmal irgendwie der Plattenspieler anfängt. Das erste, was ich höre, ist You are doomed, doomed. Doomed. Bitte lass mich raus. Bitte lass mich wieder raus. Ich fürchte, das Spiel ist, ist das random, oder? Ich weiß es nicht. Gleich steht irgendwas neben mir. So, an die Wand gelehnt, so schön, so. Na, öfter hier. Ja, Licht da hinten gleich wieder an und dann steht ein netter Mann. Ich weiß es nicht. Ist das ein Game, was, wenn du das streamst, zuhört oder Schlagwörtern guckt, nach Schlagwörtern Ausschau hält und dann versucht irgendwie irgendwas damit zu machen. Doom. Ich bin Doom. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, als würde hier irgendwas rumflüstern. Sieht man da irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Ich höre hier von überall irgendwo Geräusche. Geh mal rein. Well.
Okay. Das Spiel hat so was Unangenehmes an sich. So ein ganz klein bisschen unangenehm ist das Ganze hier. Die Hände schwitzen. Das liegt zum Glück an der Allergie. Bitte was? Bitte was? Ich hab doch verstanden, I'm gonna suck it. Schön gemacht. Zum Glück wohne ich nicht hier. Muss den Scheiß nicht aufräumen. Ah. Hund! Okay! Ich habe mich vom Hund erschrocken. Alles klar. Schön. Hund, was los? Wo bist du hin? Hund down, wiederhole, Hund down. Klopf wieder was. Ich glaube, das sind da unten wirklich Augen. Der Teppichdämon. Ihr dachte, der Kistengeist wäre scheiße. Willkommen zum Teppichdämon. Licht aus. Schön, nice. Moin. Hast du gerade die Mikrowelle nachgeladen oder was? Ja, der Pling der Mikrowelle, der Grand Ping der Küche. Ich hab vom Kühlschrank angegriffen. Hier ist auf einmal ein Teddy. Ach lecker, das ist angerichtet, Freunde. Muss ich das Ding genauer angucken? Schön. Lecker Schädel. Toi, Fragezeichen. Also wie der Ding aussieht, sieht das eher aus wie ein Stein oder so. Untereckt. So. Hat der irgendwas Besonderes an sich? Ich weiß es nicht. Ich gehe noch mal hier hin. Rogue Sleep, Belladonna. Ja, schön, ne?
Sondern nicht, wo der Hund hin ist. Okay, er wirkt ein bisschen seltsam. Muss ich ein Messerchen zurücklegen? Okay, ich dachte, hier wäre jetzt irgendwo ein Messerblock oder so, wo ich das Ding reinrammen kann. Okay, schön. Was mache ich damit jetzt? Soll ist das? Soll das so? Ah, dann sind wieder die. Okay, der ist, das sind Flecke, die glänzen so ein bisschen. Blutflecken. Schmeil, schmeil, schmeil. Nee, was ist das hier? Geil, geil, geil. Ich von hinten eine klatschen? Nein. Schade. Naja, Blut, genau. Das hätte ich mir jetzt auch gedacht. Kann ich den Bär abstechen? Keine Ahnung. Rausgucken und Augen sehen kann ich auch nicht. Schade. Was mache ich jetzt mit dem Messer? Ich, guck doch mal vorne. Da jetzt wird irgendeiner hinter mir stehen oder so. Ich denke mal, dass diese komische, die männliche Figur vermutlich irgendwie der Dämon ist oder so. Also das sind so Häuser. Wenn sowas geschieht, da bleibt man natürlich drin als Spieler. Da denkt man sich nicht, okay, ich nehme meine, als ich bin der Polizist, ich hole meine Waffe raus, bam, 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 schieß irgendwie so ein bisschen die Fenster kaputt und verpiss mich. Nö. Warum denn? Ein Schlüssel. Schön. Und Head and Shoulders ist auch dabei. Alles klar. Okay. Ja, da waschen wir wieder Wäsche. Ich freue mich. Schon mal rein? Nein. Okay, ich denke, ich muss wieder runter. Hat sich jetzt ausgewaschen. Du bist laut. Alles klar. Oh. Okay, das war eine Demo. Schön. Ja, deswegen, weil das so zwei Punkte waren auf dem Boden und da halt diese Augen im Schrank waren. Deswegen hatte ich gedacht, okay, ist die Tropfen Blut auf dem Boden, sind das wirklich Augen? War scheinbar nicht ganz so gewiss, sage ich mal.
Okay, da vielleicht am Anfang. Ich hätte definitiv am Anfang mich mehr bewegen sollen, wäre man, glaube ich, schneller durch gewesen. Aber ja, okay, ich fand's eigentlich ganz nett. Also das hat mich ein paar Mal gekriegt. Ja, ich guck mal, ich meine, ich habe sogar von den neueren Sachen, die jetzt auf Itch.io groß rumgehen, wo auf Itch.io halt das quasi Demos waren zum Runterladen. Davon habe ich ein paar Sachen meiner in Anführungszeichen Wunschliste, das heißt ja Wunschliste bei Steam, wo ich immer Sachen reinziehe und dann hole ich die, wenn die runtergesetzt sind. Also ich kaufe eigentlich nur Games im Sale. Ich denke mal, ich sette es mal auf meine Wishlist. Aber gut, ja, das war Hazing Night Shift, die wundersamen Abenteuer von einem doch etwas schreckhaften Polizisten. Aber gut, ja, mal gucken, was dann im Hauptgame auf uns zukommt. Aber ja, ich sag auch hier wie immer, danke, dass ihr dabei wart. Und hoffentlich auch bis zum nächsten Mal. Ciao.